Hallo und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal zu Phasmophobia. Das Ganze wird wahrscheinlich eher sehr unregelmäßig kommen, aber das wird dann die Zeit wohl zeigen. Ich spiele das Ganze hier im Singleplayer vorerst. Ich bin Level 1, also habe ich keine Ahnung vom Spiel wirklich. Und wir starten einfach mal. Ridgeview Roadhouse. Schwierigkeit Anfänger. Empfohlene Teamgröße 2. Naja, gut. Gute Voraussicht für den Erfolg. Ein zweistöckiges Haus mit 4 Schlafzimmern und einem Keller. Sie haben eine E-Mail von einem Freund erhalten. Er sagt, dass hier auf jeden Fall eine Art paranormale Aktivität existiert. Begeben Sie sich so schnell es geht vor Ort und sammeln Sie Beweise für das Geisterentfernungsteam. Wir haben mehr Infos für Sie nach Ihrer Ankunft. Missionsgebiet klein. Level 1, wie gesagt, Standardausrüstung. Let's go! Kann ja nur schief gehen. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Okay, vielen Dank. I've got nothing else to report, unfortunately. Optionale Ziele entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Lassen Sie einen Geist durchs Salz wandern. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Mary Jackson. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn Sie wegfahren. Okay, hier ist schon mal der Schlüssel. Haben wir hier Kameras? Okay, bloß eine. Was müssen wir alles machen? Kruzifix, Kerze und Salz. Eine Taschenlampe nehme ich auf jeden Fall mit. Was das ist, keine Ahnung. Ah. Kruzifix habe ich gar nicht. G. Obwohl, ich würde wahrscheinlich irgendwo zuerst mal die Kamera aufstellen. Ja. Let's go. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wir haben ja, glaube ich, 5 Minuten Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bis wirklich etwas passiert. Oh Mann, das wird lustig. Okay, wait. Ich habe gerade gesehen, dass das hier... Ja, besser. Ein Schlafzimmer, Badezimmer. Oh Mann. Ich, der ja so gerne Horrorspiele mag. Schlafzimmer mit Teddy. Noch ein Schlafzimmer. Und ein großes Badezimmer. Knack doch nicht. Come on. Ich würde sagen, ich stelle doch die Kamera einfach mal hier auf. Kann ich die irgendwie drehen?
Okay, man sieht, ich bin gar nicht vorbereitet. Oder zumindest nicht wirklich. Hä? Man muss doch die Kamera drehen können. Ah. Ich stell die einfach mal hier hin. Hä? Ja, so nicht. Ich habe schon eine Tür gehört. Wie platziert man einen Gegenstand? Aufheben, hocken. Alter, ich höre Türen! Wieso geht das nicht? Kann man die nur auf ein Stativ stellen oder was? Ah, schön. Man kann Licht anschalten. Sag mir das doch einer. Müsste ich ja gar nicht mit Taschenlampe rumlaufen. Okay. Ist doch ganz schönes Haus eigentlich. Ja gut, kann man die jetzt hier nicht platzieren? Für was ist die Kamera gut? Wahrscheinlich hätte ich doch das Tutorial durchlesen sollen. Oder absolvieren, besser gesagt. Was ist das? Okay. Gut. Warte, ich habe jetzt was weniger mitgenommen. Oder nicht? Schauen wir uns doch einfach mal an, ob das Gerät hier rausschlägt. Kann man hier eigentlich noch mehr Licht anschalten? Oder geht das hier nicht? Okay, das Haus ist riesig. Okay. Ich war das nicht. Bist du da? Bist du da? Antworte mir. Wait, ich mach's falsch. Globales Push-to-Talk B. Hä? Bist du da? Antworte mir. Okay. Die Elektrik ist aus.
die Tür ist geschlossen. Hehehe. Warte. Okay, das ist nicht das. Ich weiß, dass man irgendwo den Strom wieder einschalten kann. Ich glaube, das ist bei diesem Haus hier in der Garage. Oder auch nicht. Das Haus im Keller. Läuft hier eigentlich irgendwo Wasser? Ich glaube, irgendwo läuft Wasser. Hört sich zumindest so an. Okay, okay, alles gut. Okay. Okay. Bist du da? Antworte mir. Die Tür bewegt sich. Wait a second. V oder B? Was? Push. Bist du da? Antworte mir. Wie ist dein Name? Hohohoho. Holy shit. Holy shit. Wie ist dein Name? Wie heißt du? Kann ich das Wasser auch abschalten? Bist du da? Wie heißt du? Antworte mir. Wie hieß der Geist nochmal? Okay, dunkles Wasser haben wir schon mal. Wie hieß der Geist nochmal? Mary Jackson. Warte, wo war jetzt das Wasser nochmal? Ich glaube hier hinten, oder?
Oh, shit. Cash Journal. Geisterbuch, Ebene 5, Geisterbuchs, Ebene 5 hatten wir gerade. Das heißt, das Ding könnten wir eigentlich hier lassen. Shit. Oder wait. Mary Jackson, bist du da? Zahnbürste ist runtergefallen. Ich hab Angst. Ui, ui, ui. Alter. Okay. Aktivität ist gerade hoch. Geh rein, ruf ihren Namen und sag ihnen etwas. Mary Jackson, bist du da? Bist du da? Mary Jackson, bist du da? Antworte mir. Ich komme gleich wieder. Irgendwie checke ich das noch nicht ganz, wie man mit dem Geist reden soll. Okay, wow. Wir könnten nach Fingerabdrücken suchen. Das Ding hier mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sanity. 65%. Naja. Auf geht's. Mary Jackson, bist du da? Ich gehe mal nach oben. Ah, das ist ein Bewegungsmelder. Glaube ich. Wie kann man den dort... Ja, so nicht. Oh, what the hell? Okay. Okay. Ich gehe mit dem mal ins Badezimmer. Vielleicht sehen wir hier was. Wie habe ich das gemacht mit F? Geh mal aus dem Weg. Scheint wohl nichts zu bringen. Okay.
Mary Jackson, bist du da? Antworte mir. Mary Jackson, antworte mir. Ich finde irgendwie einfach gar nichts. Irgendwie fast ein bisschen langweilig. Oh, oh boah. Alter Schwede. F*** ich Mary Jackson. Kann man doch nicht machen. Alter. Oh mein Gott. Okay, wait. Ich glaube, ich habe sie verärgert. Sorry. Hallo? Irgendjemand? Nee. Fuck. Also. Nimm die jetzt auf. No, no, please, please don't. Die Tür ist zugegangen. Hallo? Irgendjemand? Hm? Oh mein Gott! Alter Schwede! Bin ich im Himmel? Ich bin im Himmel. Holy shit. Ja, nice. Welcome back. Ja, schön. Ich habe nichts geschafft. Gut. Mit diesem weirden Job, würde ich sagen, war es das für die erste langweilige Folge. Für euch zumindest, für mich nicht unbedingt, von Phasmophobia. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.